Moin Moin! In diesem Video zeigen wir euch den Umbau des Landys, was wir so ganz grob benutzt haben und wie es gemacht wird. Für uns war wichtig, dass wir die hintere Sitzreihe behalten können, dass man da ganz normal drin sitzen kann. Der Wagen ist für den Alltag gedacht und nicht nur zum Reisen. Und deswegen haben wir diese Lösung genommen hier hinten. Das ist praktisch unsere Box. Da liegen die Matratzen drauf. Schaumstoff haben wir gekauft gehabt, Matratze. Ich glaube im Matratzenladen. 11 cm Maren? Ja, 11 cm hat Maren mit Mama zusammen genäht, die Überzüge dafür. Das sind insgesamt 3 Stück, da liegt jetzt eine Decke drüber, zeige ich euch gleich. Hier haben wir unsere Kochstelle. Das ist hier fest dran. Wir haben auch noch einen anderen separaten Kocher, wo man mal 2 Flammen braucht. Da kommt auch irgendwann mal noch der Tisch hin. Ansonsten sind hier Schieleboxen. Klimbim drin. Auf der Seite auch. So, was man so für unterwegs braucht. So, das Ganze ist aufgebaut auf dieser Platte hier. Siebdruckplatte. 15 mm machen. Du musst mich immer korrigieren. Richtig. Ich glaube 15 mm haben wir genommen. Und das hier ist Albasia-Holz, weil es sehr leicht ist, aber trotzdem fest von der Festigkeit. Wir haben gute Erfahrungen schon damit gemacht gehabt. Wir hatten schon einmal einen Ausbau gehabt in unserem ersten Auto, oder dem Auto davor auf jeden Fall. Es ist stabil genug und sehr leicht, also leichter noch als Pappelsperrholz. Und das haben wir dann genommen. Ist auch günstiger als Pappel gewesen, davon ab gab es im Holzfachladen. Haben wir dann mit so einer Wachsfarbe zweimal überlackiert, damit das glatt ist, es riecht nicht, und die Farbe haben wir gewählt, weil das so ähnlich der Innenausstattungsfarbe des Leders entspricht. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit dem Betten aufbauen. Da müssen wir jetzt mal auf die Seite gehen. Die Sitze werden einmal umgeklappt, nach vorne geklappt, und zwar nur die Lehne. Nicht so wie viele andere das Ganze nach vorne packen, weil sonst kommen wir zu hoch mit der Sitzfläche. Denn wir nutzen die Box auch dafür, wenn schlechtes Wetter ist, dass man drin sitzen kann zum Frühstücken oder was weiß ich was, Kartenspielen oder irgendwas in der Richtung. Dann wären wir sonst zu hoch. Weil wenn man das Ganze umklappt, ist das sehr hoch. Ne? Das heißt, hier müsste ja nachher tatsächlich die Liegefläche drauf sein. Deswegen die Lösung nur so. Hier liegen die Bretter drauf. Das sind insgesamt die Box plus 2 Platten, die man ausklappt. Und die werden dann nachher hier an dem Sitz angehängt. Das heißt, wir müssen den Sitz einmal nach vorne ziehen. Wir haben eine Bettlänge von 2,1 Meter oder irgendwas in der Richtung. Ganz nach vorne die Sitze, die Lehne ein bisschen senkrechter machen, und dann geht das mit dem Klappen los. So, die andere Seite. Ebenfalls nach vorne. So, die Sitze haben wir schon nach vorne geschoben, Senkrechtstellung schon mal gemacht, und jetzt geht's weiter. So, die Matratzen nach vorne. Eins. Zwei. Drei. Jetzt kommt das Hochgeklappe. Das passt oben genau unter das Dach. So. Matratze wieder zurück. Jene. Das ist die andere. So, und jetzt kommt es von vorne. So, hier haben wir uns so eine Ösen dran gemacht gehabt mit Haken. Die können wir dann hier an den Griffen festmachen. Das ist nämlich das Kopfteil. Verstärkt ist das hier nochmal mit Edelstahl, damit das nicht durchbiegt. Sicher war sicher, ich bin zwar ein Fliegengewicht, aber mein Brocken, die wiegt bestimmt 55 Kilo. So, dann klappt man das hier nach vorne, hängt das hier nur noch ein. Hier ist eine Aussparung, weil hier der Gurthalter ist, für den mittleren Gurt. Aber das stört ja nicht, nachher liegt da eh die Matratze drauf. Und ja, jetzt kommen die Matratzen da drauf. Nummer 1 hier angemessen, damit das hier, haben wir hier drum rumgeschnitten, damit möglichst viel von der Fläche genutzt werden kann. Dann kommt das Kopfteil. So. Und fertig ist die Sache, und dann kann man jetzt reinkrabbeln.
So, nach einem schönen serbischen Bohneneintopf könnt ihr euch vorstellen, wie die Luft in dem Fahrzeug drin ist beim Schlafen. Deswegen haben wir ja diese Fenstergitter hier auf der Arbeit selber gemacht. Den Prüfer bestichtet. Die sehen so aus. Sind gekantet, also aus einem Teil gelasert. Von innen habe ich Fliegengitter dran gemacht. Und die kommen dann ins Fenster reingeklemmt. So kommen die dann hier rein. Fenster zu und fertig. Und das ist nachher, wenn man hier liegt, geht schon ein bisschen Luft rum. Auf der anderen Seite haben wir genau dasselbe. So, wir haben ja Gott sei Dank eine Anhängerkupplung, wobei hier werde ich nochmal so einen kleinen Tritt dran festmachen, dass man hier besser draufsteigen kann und nicht abrutscht. Dann geht es dann hier hoch, Schuhe aus und wir packen die Schuhe dann in die Seitenkästen rein oder wo immer ihr auch die hinfliegen lassen wollt und dann können wir uns hinlegen. Oh, und damit ist das Bett fertig. Es sind also ausreichend Platz. Das sind mehr als 2 Meter in der Breite. Passt es ja hier auch mit diesen Kisten. Kann man die Mauken hinpacken. Und breit genug hier an der Stelle ist es auch. Wobei hier die Matratze nicht aufliegt, weil das Brett nicht breiter sein konnte. Sonst hätte man es nicht zurückklappen können. Aber da fällt schon mal nicht das Kissen runter und solche Sachen. Ne? So, und zum Aufmachen, weil wir von hinten reinkommen durch die Klappe, habe ich bis jetzt hier nur so ein Band, den praktisch nachher den Griff aufzieht. Dann mache ich mir auch noch mal irgendwas anderes. Mal schauen, aber das geht auf jeden Fall so schon mal sehr gut. Ja, das ist unser Zuhause. Jetzt könnt ihr euch noch mal die Klappen zeigen. Dann könnt ihr nämlich von oben rein, wie man hier sitzen kann. So, und so sieht die Oberfläche aus unseres Kastens. Der ist übrigens hier mit 2 Schrauben arretiert mit diesen Gurthaken-Dingern da, diese Ösen, die da sind, zum Gepäck sichern. Weil für die Zulassung als Wohnmobil muss das ja fest mit dem Fahrzeug eigentlich verbaut sein. Das heißt, da müssen 2 Schrauben drin sein. Und ja, das ist das Ding. Hier sind die Klappen. Das heißt, man kann hier auch jeder einzeln von oben auch aufmachen. Und kommt hier von oben dran. Man kann hier auch von oben drin bei schlechtem Wetter auch mal hier drin ein Süppchen drin machen. Ja, da muss man es nicht rausziehen, wenn es pieselt. Und was ich noch habe, ist die hintere Klappe, weil da die Radkästen sind, da muss ja die Kiste so dementsprechend ausgespart werden, ausgeschnitten werden. Da haben wir eine Unterteilung, das heißt, die Boxen gehen bis da und da hinten ist so ein loses Zeug, da sind jetzt nichts drin. Decken, Hängematten und solchen Klimbim. Hier habe ich eine Aussparung hier für die Steckdose noch gemacht gehabt und das war's. Und dann kommt, während man hier sitzt, hier drunter, das ist die Tischplatte, da kommt ein Teleskopfuß aus dem Bootszubehör. Ist noch nicht eingebaut, wird dann im hinteren Bereich ungefähr hier festgeschraubt von unten. Hab schon geguckt gehabt, dass wir die Höhe haben. Achso, zu den Höhen habe ich noch nichts gesagt gehabt. Muss ich nochmal ausmessen, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Ich glaube, es waren 43, glaube ich. Nein. 33, 32 oder 36 cm. Ich weiß es nicht. Ich gucke aber nochmal gerne nach. Das passt auf jeden Fall mit, ich glaube, es waren 32 und 33. Ich weiß es nicht. Da geht auf jeden Fall dieser Teleskopfuß geht bis auf dieses Mindestmaß runter und dann kann man dann eben von innen unser Wasser drin. Da sind noch mehr Stauboxen drin. Den kann man dann nachher hochfahren auf die Höhe und dann kann man da rein und kann da drin sitzen. Und der ist auch noch drehbar, ne, dieser Fuß. Das ist das Gute zum Ein- und Aussteigen, dass man hier vorbeikommt. Und so sitzt man dann auch auf jeden Fall nachher drin. Es ist nicht bequem, aber wie gesagt, es ist nur für schlechte Wetter. Das sieht dann so aus. Dann krabbelt man hier rein. Und hier kann man dann an den Tisch sein Süppchen essen oder seinen Tee trinken. Oder man lummelt sich hier hin und trinkt hier sein Schnäpsle und Bierle.
Übrigens habe ich das Ganze nachgebaut. Ich hatte, achso, hier sind noch so Leisten, zum, damit die Platte auch aufliegt, nicht nur auf diesem Fuß steht, weil es ja als Bett genutzt wird. Und was ich noch sagen wollte, ich habe das Ganze nachgebaut. Ich hatte da so ein, so eine Anleitung, oder ja, Anleitung nicht, aber so eine Vorstellung. Die Maße könnt ihr so nicht übernehmen. Das müsst ihr schon ans Auto genau anpassen. Aber für unsere Zwecke ist das sehr gut. Wir können Dachgepäckträger nur für Gepäck nutzen. Und wenn wir tatsächlich, also wir haben hier auch schon zu dritt geschlafen mit dem Lutschen drin, das geht auch mal eine Nacht oder zwei. Da reicht der Platz aus. Ist klasse. Ja, also da schläft man echt bequem drin. So, jetzt nochmal mit dem Zollstock ran. Also die Seitenwände, die sind 32 cm. Liegen auf der Platte, die ist tatsächlich 15 Siebdruck und die sind hier auch 15 mm. Albasia-Holz 32, also die Sitzfläche ist fertig bei 34 ab der Höhe. Der Tisch ist 40 breit. Die ganze Kiste ist, was den ganzen Kofferraum ausfüllt, 83 cm mal, so wie ihr es seht, bis zum Ende, das sind 112. Ja, da sind die Scharniere drin, so aus den vielen Einzelteile. Die Platten hinten, die habe ich dann so gewählt gehabt, dass die erste, damit sie auf den Lehnen, auf den umgeklappten Lehnen aufliegt, ne, die liegt da praktisch auf denen auf. Und die ist so lang, dass sie genau unter der Decke durchpasst beim Hochklappen. Da mussten zweimal Scharniere genommen werden, dieses Klavierband, weil sich das ja doppelt falten muss, weil ja nachher das Kopfteil innen liegt. Und sonst würde das ja nicht innen reinpassen. Ein Kopfteil muss ja nicht so groß dimensioniert sein, denn der Kopf ist bei den meisten leer und leicht. Sonst noch irgendwas messen? Ich glaube nicht. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, dann fragt mich mal. Viel Spaß, schönen Sonntag.